Und wieder zurück. So, wenn ich noch einmal Ellenwurz lese, dann... Dann Audiowarnung. Naja, nicht wirklich. Dafür fehlt mir jetzt im Moment, dafür macht das Spiel eigentlich alles eher andersrum, als dass es mich aufregt. Es regt mich nicht genug auf dafür, dass ich es... das Mikrofon kratzen muss. Auf jeden Fall gehen wir der Ladebildschirm so langsam auf den Sack hier. Du doch nicht. Falls ihr noch Einzelheiten zu eurem Auf... Ah, das Lokal International. Ich bereue es nur, dass ich bei meinem letzten Besuch dort diesem kleinen Witzbold, der den Laden leitet, nicht meine Dolche in den Bauch gerammt habe. Ich könnte schwören, er lacht sich selbst jedes Mal ins Geheim schier tot, wenn er den Namen seines Gasthofs sagt. Hier ist eure Bezahlung. Wir haben immer noch keine Quest. Fuck. Oder sind mittlerweile Leute hier, die einen anwerben wollen? Weil ich so gut bin. Ja, sind da. Toll. Hätten wahrscheinlich schon früher gegangen. Naja, immerhin. Leute, wir erfahren wieder was. Wir können wieder was erleben. Oh. Diese Auftraggeberin denkt, ihr Schweiß dufte nach Rosen. Okay. Ein Kontrakt hat uns erreicht, zu dem eine ungewöhnliche Bitte gehört. Die Auftraggeberin möchte die Assassine treffen, der diese Tat zugewiesen wurde, bevor sie unseren horrenden Preis bezahlt. Ich vermute, dass diese Dinge für gewöhnlich nicht so gehandhabt werden. Es ist selten, wäre aber nicht das erste Mal. Und die Schwarze Hand hat dieser Bitte zugestimmt. Warum sollte ich mich also beschweren? Ich möchte, dass ihr euch darum kümmert, Initiandin. Geht ins Kastell von Anvil und trefft unsere Auftraggeberin. Ich bin sicher, sie hat einen guten Grund, von unserem üblichen Vorgehen abzuweichen. Wer ist diese Auftraggeberin, mit der ich mich treffen soll? Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Es ist niemand anders als die selbsternannte Provinzgouverneurin von Anvil höchst selbst. Die Piratenkönigin Fortunata Abdugal. Ich erwarte, dass ihr euch um diese Sache kümmert, wie um jeden anderen Kontrakt auch. Sucht euch euer Ziel, plant euren Angriff und vollbringt euren Mord. Ich werde euch nicht enttäuschen, Matron. Hört euch an, was die Piratenkönigin zu sagen hat, Initiandin. Zumindest sollte es amüsant sein, sie glauben zu lassen, sie könne uns herumkommandieren wie ihre Lakaien von den Rotsegeln. Ich freue mich, alles darüber zu erfahren, sobald die Tat vollbracht ist. Habt ihr irgendwer eine Ahnung, wem die Provinzgouverneurin den Tod wünscht? So wie ich Fortunata kenne, könnte es jeder sein. Sie hat sich ebenso viele Feinde wie Freunde gemacht, seit sie die Herrschaft über die Goldküste übernahm. Wahrscheinlich nur irgendein Adliger, der sie bei einer ihrer aufwendigen Feiern beleidigt hat. Könnt ihr mir etwas über die Gouverneurin Fortunata erzählen? Ich bin sicher, es gibt hier irgendwo ein Buch über sie. Oh, wohlan. Fortunata arbeitete für die Goldküstenhandelskompanie, bevor sie ihren Einfluss und ihre Verbindungen nutzte, um die Piratenkönigin des Abekäischen Meers zu werden. Wie konnte eine Piratenkönigin die Gouverneurin von Anvil werden? Mit einer Flotte von Schiffen und einer Armee von Piraten. Es hat geholfen, dass die Region durch Varens Bürgerkrieg stark entvölkert worden war. Sie war sogar dreist genug, Anspruch auf die gesamte Goldküste zu erheben. Aber da haben Graf Carolus und Quatsch noch ein Wörtchen mitzureden. Sollte ich sonst noch etwas über das Kastell von Anvil wissen? Es wimmelt dort von Rotsegelpiraten. Fortunata hat alles fester abgeriegelt als ihre Mitgifttruhe. Aber sie erwartet euch. Mirabel kennt das Kastell von Anvil gut. Sie verbringt Zeit dort und gibt sich als Dienstbotin aus, um die Lage im Auge zu behalten. Mirabel spioniert Gouverneurin Fortunata aus? Natürlich. Und sie ist sehr gut darin. Für den Tag, an dem wir gegen die Piratenkönigin vorgehen müssen, haben wir Mirabel vor Ort. Jederzeit bereit zum Zuschlagen. Natürlich könnte dieser Tag auch niemals kommen, aber ich bin gerne auf jeden denkbaren Fall vorbereitet. Ja, passt schon. Gut, dann sprechen wir mit der Gouverneurin. Eine besondere Bitte heißt die Quest. Ui.
abhängig davon, wie lange die Quest jetzt geht, gibt es nur noch diese oder die nächste Folge. Dann ist die Session zu Ende. In der letzten Session habe ich nämlich voll übertrieben und dann wurde ich ja richtig müde am Ende. Ich habe dann auch nicht mehr lange durchgehalten, also das war wirklich oberste Zeit. Allerdings muss ich mir gleich noch ein Brot machen, ich habe voll Hunger. Goldküste. Goldküste. Ich habe irgendwie das Gefühl, und das wird auf jeden Fall einen massiven Punkteinzug bringen, dass die das gewählt haben, leider. Das kommt als Gefühl rüber, als hätten sie versucht, das zu strecken und die Spieler hier beizubehalten. So nach dem Motto, dass das entweder nicht angezeigt wird oder dass die Sachen machen müssen, um Quest-Erfahrung zu kriegen. Wo soll ich jetzt hin? Ach da. Hier, ne? Nee. So, wo ist die Quest? Ah, doch da, okay. Dann muss ich da nach Anwil. Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Nee, und sowas muss auf jeden Fall in der Bewertung bestraft werden, meiner Meinung nach. Aber es ist ja noch offen, also noch kann sich das Spiel zum Guten wenden. Aber ich fürchte, dass der DLC gegenüber den anderen ein bisschen einbüßen muss. Ansonsten, Questführung ist bisher okay. Zumindest die teilweise, also ich bin kein Schleichmeister. Hab Mitleid. Oh Mann, ich will Mitleid haben. Nee. Oh Mann, ich will echt Mitleid haben. Aber es schauen zu viele Leute zu und ich habe jetzt keinen Bock auf Kopfgeld. Anna mal Mitleid. Wenn die woanders sitzt und hustet, dann habe ich Mitleid. Das ist bei mir Mitleid, echt. Hallo, ich gehöre zur DB. Ich bin bei der DB-Gang. Wir DBs haben Mitleid mit Leuten. Richtig großes Mitleid. Mein Messer hat auch Mitleid. Ja, schönes Bild. Das erinnert mich sehr stark an... Mit dem Löwen erinnert mich das ein bisschen an... Walking Dead gerade. Oh, ernsthaft. Ey, du sollst einen kleinen Raum laden. Das ist nicht schwer. Ja, okay, kleiner Raum. Aber, Das muss doch nicht... Das war doch nicht lang zu laden, oder? Ein kleines Kind könnte das schneller laden. Wir pfeifen, ach so. Oh, hör mal auf, Alter. Nun, ihr seht interessant aus. Ich bin ziemlich sicher, dass ich euch noch nicht im Kastell gesehen habe. Trotzdem hoffe ich, dass es einen guten Grund für diese Störung gibt. Das wird das Bild. Auf jeden Fall, das sieht cool aus. Ah, natürlich. Ihr seid eine von denen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Anfrage wahrnehmen würdet, wo ich mich doch weigerte, euer grausiges Ritual zu vollziehen. Der ist gut. Ich schätze, selbst die Bruderschaft ist am Ende käuflich. Für den richtigen Betrag. Wollt ihr einfach nur so düster und schweigend herumstehen? Nun, ich wollte meine Befehle von Angesicht zu Angesicht erteilen, damit es kein Missverständnis gibt. Der Orden der Stunde hat seinen Einflussbereich jenseits der Kathedrale von Quatsch ausgeweitet. Das ist eine Bedrohung, die ich nicht ignorieren kann. Kann mir mal sagen, was das hier sein soll?
Das sieht sehr, sehr grotesk aus. Das hier. Was ist das? Das sieht aus wie ein Arm. Das da, das meine ich. Man kann Leidensklinge halt nur mit Leid schreiben. Finde ich gut. Oh, da hat sie ja abgestützt. Alter, was hat die für... Jetzt sieht sie aber die Mine, Alter. Ach, das ist so lästig. Sei's drum. Ich bin mir sicher, Graf Carolus steckt hinter dieser Sache. Ständig untergräbt er meine Autorität. Verdammt sei dieser Mann. Ihr sollt Kommandant Marcus Scipio töten und dem Grafen zeigen, dass ihn die Stunde nicht vor meinem Zorn beschützen kann. Vielleicht könntet ihr einmal blinzeln, nur damit ich weiß, dass ihr mich versteht. Oh, und eine Sache noch. Geht nach eurem Mord an Scipio zum Grafen und erzählt ihm von eurer Tat. Sorgt dafür, dass er sich einlässt und trichtert ihm ein, dass der Orden der Stunde ihm nicht helfen kann. Ich höre mir ja wirklich gerne selbst zu, aber das wird langsam albern. Ach, nun gut. Die Stunde hält das Kastell von Quatsch hinter Schloss und Riegel. Ihr werdet einen Weg hineinfinden müssen, um an Scipio heranzukommen. Mein Rattenmeister meinte zu mir, der Wachturm wäre die beste Route. Der Kastellan hat den Schlüssel. Gut. Habe ich einfach nur durchgeschwiegen. Das fand ich cool. So. Ich wollte gerade vorlesen. Ich wollte gerade hier oben rechts das vorlesen. Und dann ist es weg. Toll. Och, lade das schneller bitte. Das muss noch im Arbeitsspeicher. Ich habe 24 GB Arbeitsspeicher. Das hättest du drin lassen können. Och, Kinder. Du musst doch denken, deine Kajit ausgestopft ist. Ja, das stimmt allerdings. Glaube ich allerdings auch. So, infiltriert das Kastell von Quatsch. Sprech mit dem Toroffizier des Kastells und Beschlüsse zum Tor besorgen. Nach Quatsch also. Kann ich denn damit jemanden mit... da werde ich wahrscheinlich auch jemand Mitleid um jemanden haben, ne? Gehe ich mal von aus. Kann ich jetzt Mitleid haben? Ja, wenn der wegguckt, dann habe ich Mitleid. Der guckt einfach nicht weg da hinten. Nee. Ich kann ihr von Leiden, ich kann ihr Leiden nicht beenden, weil ich nicht fähig bin, Mitleid jetzt zu erfahren. Das wollte ich eigentlich anders sagen. Ich kann ihr Mitleid nicht geben, weil sie kann Mitleid nicht erfahren, weil andere was dagegen haben, dass ich Mitleid gebe. So. Und das nur, weil Leute rübergucken. Oh. Verklickt. Ach, das lädt er schnell. Sehr interessant. Das hat er schnell geladen. Ah, ja. Also die Folge muss ich noch zu Ende bringen. So viel zu tun. So viel zu tun. Wo soll ich jetzt hin? Da muss ich hin. Ja, jetzt bin ich ja schon eingedrungen.
Es ist dunkel hier, ich sehe ja nichts. In was für eine Lage habt ihr euch da nur gebracht? Weiß ich nicht. Du sagst jedenfalls nichts. War zur falschen Zeit am falschen Ort. Ependieb. Was heißt ein Ependieb? Ach so, Fisch. Klaut was Episches. Das soll es wahrscheinlich heißen, ja.